Hallo Leute, ich glaube, so fertig sah ich noch nie vor der Kamera aus. Kann an mehreren Sachen liegen, ihr habt es vielleicht im Titel schon erkannt. Entweder liegt es am Osterhasen, den ich gerade versuche zu basteln für die Osteraktion. Unermüdlich zugange als YouTuber hier. Aber vermutlich liegt es nicht daran. Aber wir sehen die ganze Sache natürlich positiv. Und das nach dem Intro. Ich kann noch lachen oder Witze reißen. Witzig ist es nicht. Ich bin heute Morgen vor wenigen Stunden, kann man nur sagen, positiv getestet worden in einem Corona-Testcenter, schön McDrive-mäßig. Ja, nach 15 Minuten kam eine E-Mail. Das Ergebnis ist, yay! Moment mal, da steht was anderes als sonst immer. Positiv. Ja, morgen 10.30 Uhr werde ich meinen PCR-Test machen können. Und ja, entweder seht ihr dieses Video und es ist sehr lang und ich berichte euch aus meiner Quarantäne. Ich werde euch auch gleich mal einblenden, was es heute in meiner Tag 1 Quarantäne zu essen gab. Oder, naja, das Video ist doch nur 5 Minuten lang und ich sag euch, dass Schnelltests auch nicht alles sind. Aber ihr seid live dabei, so gut es live quasi möglich ist. Oder ihr seht mich demnächst mit noch dickeren Augenringen und ich berichte euch, wie mein Verlauf ist. Ja, macht noch keinen Spaß, aber naja, so ist das auch. Vielleicht sollte ich das Mikro auch einfach in meine Richtung halten. Profi. Es ist kurz vor 21 Uhr. Keine Ahnung, wie ich aussehe. Vermutlich nicht besser oder schlechter. Ich habe ein minimal Mühe an Kopfschmerzen, ein bisschen Halsschmerzen, aber das kann auch ganz normal sein, habe ich öfter mal. Wer hat nicht auch mal Kopfschmerzen und Halsschmerzen? Ja, meine Güte, ich glaube, das sind die Mandeln, die ab und zu mal dick sind bei mir, aber das habe ich auch ohne Corona. Ich habe bestimmt schon ein, zwei Mal gehustet. Aber das ist ja auch nicht wirklich wow. Naja, ich werde jetzt schlafen gehen. Ich werde euch morgen ein Update liefern. Für euch natürlich jetzt, sofort. Nach einer coolen Übergangssequenz habe ich mir überlegt. Irgendwie so Blitze oder sonst was, keine Ahnung. Oder ein vorbeirollendes Coronavirus. Mal gucken. Next day. Ja, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Man hört es vielleicht an der Stimme, keine Ahnung. Aber sonst geht es eigentlich, außer dass ich halt so aussehe, wie ich aussehe, weil ich gerade aufgewacht bin. Ja. Erstmal den Schlaf aus den Augen kriegen und ja, mal gucken, ne? Also es ist Viertel nach sieben ungefähr, ich bin seit einer halben Stunde wach, aber wollte noch nicht aufstehen, weil eigentlich hätte ich ja schlafen können bis 9 Uhr oder so. Aber naja, kennt ihr das auch? Ihr könntet schlafen, aber der Körper meint, nein, du stehst doch immer so früh auf, also machen wir das jetzt auch. Naja, gut, gleich erstmal Kontaktlinsen rein. Boah. Entschuldigung für Schmatzen, aber ich schmecke nichts. Schmeckt leicht säuerlich, aber jetzt nicht unbedingt krass sauer oder krass süß oder sonst was. Ich habe gerade ein bisschen Nutella gelöffelt, nur um zu testen. Aber ist auch nicht unbedingt, wow, ist das süß. Ja, ist ja schon so ein Anzeichen, ne? Wir haben jetzt Viertel nach neun. 10.30 Uhr habe ich Termin zum PCR-Test. Mal gucken. Ansonsten ein bisschen Halsschmerzen, aber ja. Halsschmerzen habe ich auch so manchmal. Tja, ich denke mal,
Ihr werdet gleich weiter gucken und ich werde den Apfel mal essen, weil Vitamine können ja nicht schaden, ne? Ja, hätte ich doch fast vergessen zu vloggen. Bin halt nicht so Vlogging erfahren und habe natürlich auch das gute Mikrofon vergessen. Man merkt's. Ja, ich stehe hier seit 10 Minuten, glaube ich, in der Warteschleife mit dem Auto. Alles sehr ungut gemacht hier, mitten auf der Straße quasi. Aber naja, gut, was will man machen? Und es geht weiter. Eine Wagenlänge. Super. Jetzt kommt auch noch ein LKW. Richtig gut gemacht. Richtig gut. Ja, so viel dazu. Gleich gibt es wahrscheinlich dann das Stäbchen in die Nase. Also, schauen wir mal, ne? 10.37 Uhr. Das Update folgt sofort für euch. So, wir haben 10.43 Uhr. Ich habe gerade meine Versichertenkarte abgegeben. Beziehungsweise wurde die dann einmal durchs Gerät gezogen. Also, ich glaube, wir haben uns hier echt die kleinste Straße ausgesucht in der City hier. Aber naja, was soll man machen? Ich glaube, jetzt geht es gleich auf jeden Fall weiter. Ich denke, ich werde euch gleich berichten, wenn wir hier fertig sind. Ja, ihr seht, ich bin wieder unterwegs. Es gab Rachetest und Nasenlöcher. Und ob ihr das glaubt oder nicht, in den 2 Jahren Pandemie hatte ich nicht einmal einen Rachetest. Ist schon verwirrt. Aber gut. War jetzt nicht das Angenehmste, aber es ging. Ja, Ergebnis gibt es morgen. Telefonisch, wenn es positiv ist. Ansonsten muss ich selber anrufen, um dann zu erfahren, dass ich negativ bin. Also wenn sie morgen nicht anrufen, dann ist das eigentlich gut. Und wenn es morgen klingelt und auf meinem Display steht Hausarzt, dann ist er schlecht. Aber gut. Werdet ihr dann vermutlich gleich erfahren. Und ich denke mir gerade schon, da ist wieder Arbeit hier, alles rundherum zu verpixeln. Aber naja, ihr wisst ja gar nicht, wo ich bin. Ne? Also wieder rein in die Quarantäne. Noch dreimal um den Block fahren, damit ihr auch nicht rauskriegt, wo ich wohne. Gut, die meisten, die dieses Video gucken werden, wissen eh, wo ich wohne. Weil ihr ja meine lieben YouTube-Kollegen seid. Hi. Also, bis später. Ja, diesen Ausblick seid ihr jetzt schon ein bisschen gewohnt, glaube ich, von diesem Vlog. Ich lehne hier gemütlich an meiner Tür im Wohnzimmer. Habe es ein bisschen abgedunkelt. Einfach, weil es sonst im Fernseher stört. Also nicht, dass ich irgendwie was an den Augen hätte oder keine Ahnung. Ja, ich habe euch ein bisschen im Auto mitgenommen. Es ist jetzt 11.24 Uhr am zweiten Tag quasi. Morgen soll das Ergebnis kommen. Ich weiß nicht, ob heute noch was Spannendes passiert. Ich glaube gerade mal nicht. Ich habe gerade ein bisschen die Küche gemacht, ein bisschen Geschirr gespült, ein bisschen Wäsche wollte ich auch noch machen. Ja. Aber jetzt lege ich mich erstmal wieder hin. Was auch nicht ganz so viel mit Corona zu tun hat, einfach ja, fühle ich mich so ein bisschen schlapp. Kann man jetzt Corona die Schuld geben oder nicht, keine Ahnung, aber ich glaube eher nicht. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ja, wahrscheinlich ziehe ich gleich noch mal ein paar Dateien rüber auf dem iMac. Das werde ich wahrscheinlich noch machen, schon mal ein bisschen den Vlog in eine Reihenfolge bringen. Und ja, momentan geht es mir noch gut, würde ich behaupten. Mal sehen, wie es weitergeht. So, mal ein anderer Ausblick. Hier, bisschen Gemüse im Hintergrund. Der Uhr könnt ihr übrigens nicht vertrauen. Wir haben 19.11 Uhr. Ich habe Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und ein bisschen Halsschmerzen. Alles nicht dramatisch. Ich mache mir jetzt aber ein Erkältungsbad mit Eukalyptus.
bevor ich noch mehr Stuss rede, hier Trommelwirbel einfügen, werde ich das für heute beenden und ja, sehen wir uns morgen wieder. Es sei denn, es passiert auch was Spannendes, aber naja, ist es spannend, dass ich jetzt in die Badewanne gehe? Für manche vielleicht schon. Okay, alles klar. Bis später, Leute. Also jetzt gleich nach der Überblende. Ich stelle mir hier so eine coole Überblende vor. Naja, schauen wir mal. Guten Morgen. Man sieht es mir vermutlich an und man hört es mir auch an. Die Nacht war nicht ganz um eins. Ich war mehrmals wach die Nacht, hatte recht starke Kopfschmerzen. Um 2 Uhr morgens habe ich mir dann eine Kopfschmerztablette genommen, das ging. Jetzt fühle ich mich immer noch ein bisschen schlapp. Wir haben jetzt auf meiner nicht vorhandenen Uhr irgendwas mit 6 Uhr noch was. Kopfschmerzen, wie gesagt. Und so allgemeine Erschöpfung. Aber sonst würde ich sagen, hätte es mich schlimmer treffen können. Ich habe es in diesem Video, in diesem Vlog noch nicht gesagt, meine ich. Ich bin dreifach geimpft. Hätte mich jetzt auch das vierte Mal impfen lassen können. Sinnvollerweise habe ich das nicht gemacht, weil dann bin ich jetzt dreifach geimpft und fast genesen, hoffe ich. Hoffen wir das Beste, ne? Ich versuche mich jetzt nochmal hinzulegen. Weil, wie ihr merkt, sprechen ist auch irgendwie nicht so das Wahre gerade. Mann, oh Mann. Ich glaube, so schlimm habt ihr mich noch nie vor der Kamera gesehen. So, Leute, wir haben so 20 nach 8. Ich trage meine Hauptschulbrille. Alle, die mich schon ein paar Tage verfolgen, ihr wisst, meine Brille ist kaputt. Und ich mache jetzt eigentlich lieber die Kontaktlinsen rein, aber gerade frisch aufgestanden, um 20 nach 8. Etwas mehr als 11 Stunden im Bett verbracht, davon nicht wirklich viel geschlafen, aber ja, dafür sehe ich doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Gut, ihr merkt, ich kann schon wieder Witze reißen. Geht schon ein bisschen besser. Ich trinke mir jetzt was Leckeres zum Frühstück und gucken wir mal weiter, was der Tag so bringt. Ne? Noch habe ich keinen Anruf vom Hausarzt bekommen. Also die Message war, wir rufen an, wenn du positiv bist. Wenn du negativ bist, musst du anrufen. Okay. So, Hallöchen, da ist er wieder mit der geilsten Frisur ever. Ja, wir haben 12:15. Ich habe vor einer Viertelstunde beim Hausarzt angerufen. Die wollten sich ja eigentlich melden, aber meine Güte. Yay, es sind positive Neuigkeiten. Yay. Aber naja, wie man sieht, dreimal geimpft, also zweimal geimpft, einmal geboostert. Und er steht noch. Ich merke es leicht beim Atmen, minimal Kopf, verschnupft. Ja, meine Güte, wie halt eine Grippe. Ich habe keinen Bock zu wissen, wie es wäre, wenn ich jetzt nicht geimpft wäre, aber ich bin froh, dass ich es bin und ja, mal sehen, was es später zum Mittag gibt. Ich habe noch nicht wirklich Hunger. Vielleicht setze ich mich auch gleich nochmal an den Mac. Viel Bock habe ich gerade nicht auf die Scheiße, weil ich darf jetzt auch nicht raus. Aber, na gut, was willst du machen? Als Couch Potato nicht raus zu dürfen, ist schon lustig eigentlich, ne? Aber naja. Gucken wir mal, wie es weitergeht mit diesem Corona-Vlog. Ach ja, das ist schon eher so meine gewohnte Umgebung für euch, ne? Mit der Küche. Ich habe hier tatsächlich noch so Teile eines Schnelltests gefunden. Nur das Stäbchen mit ist weg. Also muss ich da mal gucken. Ich nehme jetzt einfach mal so ein normales Wattestäbchen.
Einfach nur, um mal zu gucken, was dabei rauskommt. Ob das jetzt auch was anzeigt. Ne? Das Wettestäbchen ist natürlich nicht steril, klar. Aber mal gucken. Ne? Dann könnt ihr noch mal ganz lustig sehen, wie ich mir hier so ein Ding in die Nase schiebe. Gibt's ja auch auf Instagram. Habe ich gehighlightet. Meinen ersten Corona-Schnelltest. War eine Erfahrung. Ist es jetzt auch immer wieder. So. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie das bei euch im Testcenter abläuft. Ich habe jetzt schon mehrere Varianten selber erlebt. Die einen machen nur ein Nasenloch, manche machen beide Nasenlöcher, manche machen gefühlt einen Hirnabstrich, so tief schieben das Ding rein. Es ist schon teilweise ein bisschen merkwürdig, finde ich. Weil eigentlich sollte sowas doch genormt sein, gerade so in Deutschland, wo alles irgendwie eine Norm zu erfüllen hat. So. 1, 2 und 3. Ja, ne? Gucken wir aber, was das hier gibt. Wollt ihr mal zugucken? Ja, ne? Ihr wollt mal zugucken. Okay, ich schätze 7 Minuten reicht auch, weil wenn er schon nach so kurzer Zeit positiv war, naja, wird er jetzt auch nicht unbedingt wieder negativ, oder? Naja, Leute. Machen wir das Beste draus. Quarantäne-Party, wuhu. Alle schreien, wuhu. Ja. Keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Ja, vermutlich reicht das schon, um euch einen ersten Einblick zu machen. Und dann werde ich diesen Corona-Vlog mal beenden. Mit einem positiven Ergebnis. Ja, das geht doch als Thumbnail durch, oder? Ja, alles klar, Leute. Wir sehen uns wieder und ansonsten zwischendurch auf Instagram. Wenn ich nicht ganz so aktiv bin, wisst ihr jetzt warum.